Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Lesefreunde. Ja, ein Weilchen ist her, dass ein Video gekommen ist. Das hat auch seine Gründe. Mich hat eine Achillessehnenruptur ereilt. Das heißt, die Achillessehne am rechten Fuß ist gerissen, auch noch am Gasfuß. Wunderbar. Und dadurch bin ich ein bisschen, naja, mit einem dicken Klumpfuß auf Pause gestellt. Nebenbei, ist mir auch noch die schönste Sache widerfahren, die einem Menschen, einem erwachsenen Menschen widerfahren kann. Ich bin Papa geworden und ja, es macht die Dinge nicht einfacher, aber wozu sind wir Menschen, wenn wir das nicht auch noch meistern? Und ja, ich bin aktuell der glücklichste Mensch auf der Welt, wäre gerne etwas mobiler, aber es ist so, wie es ist und machen wir einfach das Beste draus. Ja, wie ist die Lage aktuell? Das heißt, also ich habe mir vor mittlerweile circa 1,5 bis 2 Wochen beim wirklich super dummen Unfall die Achillessehne durchtrennt. Ich war mit Barfußschuhen spazieren. Kleiner Sechsjähriger war dabei und wir sind ein bisschen um die Wette gelaufen und so weiter. Und naja. Und dann kam noch eine Startsituation und wir wollten halt dann nochmal starten. Ich habe ihn ein bisschen voreilen lassen, weil er war mit einem kleinen Roller. Und mit 6 Jahren bist du da noch nicht so schnell. Dann wollte ich voll durchstarten. In dem Moment macht es Peng. Die Achillessehne reißt durch. Ich überschlag mich dabei noch und alle drumherum lachen, weil sie denken, okay, er lässt ihn jetzt gewinnen. Und naja, ich habe dabei noch das böse SCH-Wort gesagt. Und am Ende des Tages waren die Kinder dann böse auf mich, weil ich das böse SCH-Wort gesagt hatte. Und ich musste irgendwie nach Hause humpeln. Und insgesamt eigentlich ganz lustig, aber wirft mich halt ein bisschen zurück. Mittlerweile ist das Ding operiert und wieder zusammengenäht. Allerdings muss ich jetzt die nächsten 6 bis 8 Wochen echt langsam machen und habe den Fuß in so einer Spitzfußstellung, in so einem extrem schweren Stiefel. Gott sei Dank gibt es das heutzutage. Ich will mich gar nicht beschweren, aber halt in LKW steigen und da oder im Auto und irgendein Pedal zu bedienen, das kann man komplett vergessen. Das geht nicht. Es geht auch darum, nicht nur sich selbst, sondern vor allen Dingen aber auch andere zu gefährden. Und ja, deswegen die Arbeiten am LKW, die gehen unvermittelt weiter. Er steht bei MAN, da wird ein bisschen was dran gemacht. Auch am Auflieger wird weitergearbeitet, aber ehe ich das alles wieder abholen kann, wird es einfach noch ein bisschen dauern. Und dann hatte ich mir überlegt, was mache ich in der Zwischenzeit? Und mir ist dann eingefallen, Mensch, du hast doch noch von, ich meine mittlerweile 2020 aus dem Sommer, schönes Videomaterial, was ich damals mit Björn Dinski gedreht hatte. Das war noch so aus meiner Zeit des Fahrsimulators. Und ich bin damals von Björn eingeladen worden. Er sagte, Mensch, komm doch mal bei mir einen Tag mit. Und da hatte ich gesagt, das mache ich sehr gerne. Einfach mal um diesen Alltag eines LKW-Fahrers auch und auch Frachtführers, weil Björn ist Fuhrunternehmer, hatte zu der Zeit ein paar LKWs laufen, auch jetzt noch. Und um diesen Alltag eines Fuhrunternehmers besser kennenzulernen. Und dieses Videomaterial, das habe ich, und an dieser Stelle mea culpa und Asche über mein Haupt, schon lange liegen. Offensichtlich jetzt mittlerweile 3,5 bis 4 Jahre. Und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das mal ein bisschen zusammenzuschneiden. Ich glaube, es wären so 2 Folgen draus. Ich mache so 2 Folgen à 30 Minuten draus. Dann kann ich euch auch ein bisschen über die Zeit der Achillessehnenruptur auch ein bisschen vielleicht noch mit Videos verwöhnen. Und dann ist ein bisschen noch Material auf dem Kanal, weil auch Fahren im Simulator könnt ihr mit dem Klumpfuß komplett vergessen. Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt auch im Moment auch gar keine Lust drauf, weil wirklich andere Dinge anstehen. Und ich möchte auch diese Zeit, die ich jetzt zwangsweise habe, die möchte ich auf die beste mögliche Art und Weise nutzen. Und ich glaube, jeder mit ein bisschen Empathie weiß auch, wie ich das jetzt hier meine. Ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein in das Videomaterial. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter, aber es sind sehr, sehr schöne Interviews mit dabei. Also es war das erste Mal, dass ich da mit freier Kamera durchgelaufen bin und mit jemand so ein kleines Interviewvideo gedreht habe. Leider fehlen mir vom Anfang ein bisschen Videomaterial. Ich weiß auch nicht, wo das abgeblieben ist.
Ich habe auch oft gefilmt, wenn die Kamera eigentlich aus sein sollte. Und das war so eine kleine Sony RX02, glaube ich. Wer die kennt, das ist ein recht kleines Ding. Damals habe ich die Brille noch verweigert, sodass ich hinten auf dem Display wahrscheinlich ein bisschen was fehlinterpretiert hatte. Deswegen gab es Videos, wo eigentlich keine sein sollten. Und es macht auch keinen Sinn, das jetzt hier auszustrahlen. A ist zu intim, B ist es oftmals völliger Blödsinn. Weil einfach nur, als ich die Kamera dann beim Gehen irgendwie gehalten hatte oder in der Hand hatte, da hat sie dann mitgefilmt. Also ich habe die Knöpfchen ein bisschen falsch bedient seinerzeit noch. Und deswegen fehlt mir etliches Videomaterial. Aber das, was ich jetzt sichten konnte, ist interessant. Das lohnt sich meines Erachtens auch, sich mal anzuschauen. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach mit rein und lasst gerne einen Kommentar da. Ich habe jetzt genügend Zeit, auch darauf zu reagieren. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit mit dem Video und natürlich wünsche ich euch alles Gute, auf dass euch keine Achillessehnenruptur oder sonst irgendwas ereilt. Bleibt einfach gesund, bleibt ihr selbst und wir hören dann voneinander, beziehungsweise sehen voneinander. Bis dahin, euer Tom und nun viel Spaß. So, doch nochmal ich aus dem Off. Die erste Szene ist in Osnabrück und dort haben wir uns getroffen. Also ich bin damals mit meinem Bulli hingefahren, wir haben uns getroffen, dort bin ich eingestiegen, bin mit ihm eine große Runde gefahren und dann hat er mich dort wieder abgesetzt und ist alleine weiter, aber diesen einen Tag hat man miteinander verbracht. Ich werde mich dann doch hin und wieder nochmal aus dem Off melden. Nächste Szene sind wir schon deutlich weiter gefahren mit dem LKW. Wir steigen da mitten in ein Gespräch ein und leider fehlt mir der Anfang. Wie gesagt, nehmt's so, wie es ist. Ansonsten YouTube hat den Vorteil abzuschalten. Sind wir dahin und das war eine Seitenstraße in der Nähe vom Arthur Triumph. Stehst da in dieser Straße, der Maler kommt, ja, 13 Paletten Tüdelü. Ja, dann laden wir mal ab. Ja, wie denn? Ich habe keinen Stapler dabei. Ja, da muss ich einen. Und noch kurze Erklärung: Björn fuhr seinerzeit ein DAF XF106 mit 480 PS. Ein bisschen umgebaut, schick gemacht und dieser tiefen Sonnenblende, es sah schon sehr, sehr gut aus. Ja, hat Spaß gemacht, da mitzufahren. Innen Volllederausstattung, war schick. Wackel mal ein bisschen weniger, Björn, das ist nicht gut für die Aufnahme. Tu was ich kann. Jetzt hör doch mal auf hier. Bring die ganze Frisur durcheinander. So, steigen wir jetzt aus. Ja, wir werden ihm mal so ein bisschen was. Ah, okay, wir wollen auch noch arbeiten, sowas. Aber so viel kriegt er ja nicht. Kleines Kartöchen. Nein, du kriegst schon die ganze Palette. Aber ich will sie jetzt nicht wegnehmen, weil wir sonst der Hafen da haben. Ja, moin. Moin. Ich gehöre dazu. Ach so. So, sie ist hier bei Fortuna. Berühmte Fortuna, also wenn man sich in der Landwirtschaft ein bisschen auskennt, der kennt die. Wahnsinn. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man mal hier hinkommt. Ich bin immer noch bei Fortuna, das ist nicht über eine Aufnahme vorher. Ich gebe mal eine Hand dazu. Klasse, ich stehe auf diese landwirtschaftlichen Geräte. Tuner Fahrzeugbau. Oh, schön hier. Immer oben. Ja, und da wartet er schon mal kurz. Ein bisschen zu weiter. Zu groß für deinen kleinen. Ich habe Zeit, mir ein bisschen was anzugucken. Das ist denen ihre Räder. Damit fahren sie die Fahrgestelle in die Lackierer alle rein. Ja.
Der steht so, jetzt hier zum Trocknen. Viel Lack drauf. Genau, das sind die ganzen Lackschichten. Okay. Sehr gut, dann hat sich das hier auch erklärt. Das ist auch so ein bisschen unproportional, glaube ich. Ne? Ich meine, die da vorne wie. Ich stehe auf diesen Geräten. Und dann wurde ich aber ein bisschen. Nicht, wenn ich die Achse vorbereite. Ich mach immer mal ein bisschen mit auf. Du kannst dann später selber mal entscheiden, ob du das drin haben möchtest oder nicht. Mit seinem Ford hat auch schon erkannt, warum er da immer parkt. Da rechnest du aber auch als Pkw-Fahrer nicht mit. Das wird dir einfach nicht vermittelt. Also ich wäre fest dafür, dass jeder Pkw-Fahrer, der zur Fahrschule geht, mal mitfahren muss. Mindestens eine Fahrstunde lang mit dem Lkw durch die Stadt fahren muss. Ja. Dann Rückweg über die Autobahn oder so, dass man dann merkt, was die Leute so manchmal da fabrizieren. Wenn wir ankommen, oh, die Ausfahrt, die kriege ich noch. So, Rennleitung ist auch unterwegs. So Björn, wir sind ja hier unterwegs mit deinem DAF und du bist ja selbstständiger Kutscher. Und ich muss auch erstmal warm werden. Meinst du denn, das Fahrzeug kommt auch über die 80 mit deiner Ausladung, die du da hinten drin hast? Das sollte mal funktionieren mit 3,5 Tonnen. Was war das gerade? Die Mittellinie habe ich zu so dicht dran gefahren und dann fängt der Spurassistent an zu meckern. Gegenverkehr gefährdet sozusagen, den Moment nicht da war. Das ist aber manchmal auch ziemlich schwierig auf den Landstraßen. Aber allein diese Perspektive hier, also wir kennen das ja vom Bulli, das ist jetzt ein bisschen höher, einiges breiter, also bleibt jetzt hier einfach nicht mehr viel höher. Also wir sind derzeit hier unterwegs mit einer Ausladung im Auflieger von 3,5 Tonnen ungefähr. 3,5 Tonnen, also kann schon sagen, kurz vor Überladen. Ja, also Schwerlastgenehmigung ist schon bei einer Warntragbar. Ja, und aber dennoch auch bei so einem geringen Gewicht auf der Hinterachse hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Auto sich so komfortabel anfühlt. Ich meine, als Fahrer wirst du sicherlich noch mal andere Rückmeldungen jetzt bekommen. Auch viel die Kabine weg. Aber fühlt sich ehrlich gesagt so vom Fahrkomfort nicht viel anders an als ein Bulli. Ja, wir haben hier bei diesem Fahrzeug hinten eine Luftfederung und vorne die haben wir ja Blattfeder. Ja. Ich habe mich ganz speziell dafür entschieden, weil ich hätte vorne auch Luftfederung kriegen können. Man boost aber dabei ein wenig vom Wendekreis ein. Beim Einschlagen des Vorderachsen. Und ich persönlich finde, ja, der Kontakt zur Straße, den hat man durch Poppes. Ja. Ja, wenn ich die Straße nicht richtig fühlen kann, also weiß ich nicht. Das macht viel Sicherheit aus. Ja. Also dadurch, dass ich viel Skandinavien damals gefahren habe,
hat der Chef da auch drauf bestanden, vorne Blattfeder, und du merkst dann schon, wenn er anfängt dass selbst der Auflieger anfängt irgendwie leicht zu rutschen durch die Straßenwölbung oder so, das kriegst du sofort mit und kannst halt reagieren. In der Luftfederung habe ich auch schon gefahren und da hast du nichts mitgekriegt, ja nichts. Wir sind heute bei sehr trockenen, praktisch idealen Verhältnissen unterwegs. Lufttemperatur liegt irgendwo hier oben, jetzt sehe ich gerade bei 15,5 Grad Celsius. Kassel, denke ich mal, werden wir jetzt so bei 20 sein. Und das heißt also auch vom Asphalt, von der Aufwärmung her, war zusammen mit den Reifen optimale Kontaktverhältnisse, optimale Traktion. Aber wenn es ein bisschen nass wird, mit der leichten Achse hinten durch, merkst du das schon sehr schnell. Da brauchst du gerade das Popometer, dass du es immer im Gefühl hast, was macht das Auto. Vor allem das Einknicken, die Gefahr ist natürlich gleich runter, weil wir viel mit Radar fahren, um unsere Bremsen zu schonen. Ja. Da merkst du sofort, du gehst eine Stufe höher in den Retarder und er will dann anfangen, über die Achse schon wegzuschieben. Musst du dann schon passend agieren können. Sonst ist die Leitplanke deine. Wo du den Auflieger separat nochmal bremsen könntest? Nein, das System ist in Deutschland leider nicht erlaubt. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bremsanlage vom Auflieger 0,2 Sekunden. Bremst der Auflieger schneller als die Zugmaschine. Okay. Ja gut, dann zieht er ein bisschen gerade. Erstmal zieht er dadurch ein bisschen gerade und es hat natürlich auch Kostengründe. Beim Auflieger die Bremsplätze zu tauschen ist wesentlich günstiger als an der Zugmaschine. Ja. Wo sind Scheibenbremsen hin? Wir haben überall Scheibenbremsen. Ja. Könntest du den auch mit Trommelbremse haben oder gibt es das gar nicht mehr? Das ist also wirklich bei den ganz alten Dingern, hast du das noch? Ja. Es gibt auch manche Möbelbuben bei uns in der Ecke, die haben auch noch Auflieger damit. Ja. Aber die sterben langsam mal aus. Ja, die haben halt irgendwann ihr Leben. Ja, und das ist natürlich auch vom Werkstattservice her, mal bei der Trommelbremse da alles loszumachen oder ob du hier gerade den Reifen runter, klack, klack, zwei neue Platten rein, Reifen drauf, tschüss. Ja, auch der Wirkungsgrad ist ja ein ganz anderer. Und vor allen Dingen kannst du auch das kannst du bei der Trommel sicherlich auch ablesen, über den Stift, der dann rauskommt. Aber ich finde, bei der Scheibenbremse kannst du einfach noch schneller erfassen. Ja. Ja, und zwar, sie werden nicht so schnell heiß, ne? Ja, ganz genau. Meine brennende LKWs durch überhitzte Bremsen kennt ihr in Kassel ja zugute. Ja, das ist Björn Staff, ein 480er. Mit der massiven Ausladung natürlich auch beim Motor, Antriebsstrang, bei weitem nicht an der Belastungsgrenze. Du musst ja mal sehen, nicht immer die Gesamtleistung des Motors, sondern vor allen Dingen auch das Leistungsgewicht, mit dem der LKW dann unterwegs ist. Und wenn man natürlich mit wie viel waren das nochmal? Das war ja so eine massive Zahl, 3,5 Tonnen. Ja. Also ich fahre im Durchschnitt fahre ich ungefähr mit 3,5 Tonnen. Aber mehr wie 7, 8 werden es definitiv nicht. Ja. Da bist du, ich glaube, da hängt dich auch am Bergen voll ausgeladen, da 57er Volvo auch nicht unbedingt ab. Nicht so wirklich. Ja. Ansonsten hat er sich seine Frau gestern hier im schöne Grüße an dieser Stelle. Hatte ich erfahren, oben am Schrank verewigt. Ich würde es mal ein Liebeszeichen nennen. So weiß man, okay, hat sie gestern in der Hand gehabt. Also sie ist ihm nah bei jeder Tour. Oh, ist ein ganz gemütlich eingerichtetes Fahrzeug. Gut, es ist kein Bulli, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Der Bulli hat bei mir ungefähr so ein Raumvolumen, wenn ich ihn voll ausklappe und die Markise noch ausfahre. Also ich finde es sehr gemütlich. Das erste Mal, dass ich jetzt hier in so einem großen Fernverkehrsfahrzeug mitfahre. Und muss ehrlich sagen, sehr, sehr gemütlich. Kann man es drin aushalten, gerade wie auch der Porsche hier drin eingerichtet ist. Und
die Matten hier drin, die werden auch nochmal einiges an den Schall wegnehmen, oder? Das ist auch die Fußmatten das ganze Leder, das haben wir selber gemacht. Und ich finde das sehr angenehm, 4 cm Schaumstoff unter den Füßen zu haben. Ja. Ich möchte es auch nicht mehr missen. Nö, das stimmt auch einfach. Das ist so. Das ist ja alles. Ist das. Ja. Kein Kläger da, kein Richter. So, an dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein mit dem Teil 1. Ich muss mich da auch ein bisschen nach der Größe der Videodateien richten, die ich aufgenommen habe. Darüber hinaus ist mir noch eingefallen, dass ich eventuell noch ein paar Clips haben könnte auf einer anderen Kamera. Da komme ich jetzt allerdings halt nicht wirklich ran, da die 200 Kilometer von mir entfernt ist. Aber ich will das Video jetzt erstmal hier senden. Aber so habe ich dann nochmal die Chance, vielleicht nochmal was zwischenzuschneiden, dass wir eine kleine Zeitreise machen. Mal gucken, wie ich das letzten Endes regle. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht mit Björn, sehr erfahrener Fuhrunternehmer. Wir stecken auch immer noch die Köpfe zusammen. Er gibt mir immer noch viele Tipps jetzt, wo ich selber auch als Frachtführer, also auch starte. Und habe durch ihn auch viel lernen dürfen. Gerade im nächsten Video kommen mal so ein paar technische Details rein. Also er greift auf sehr viel Erfahrung zurück. Und an dieser Stelle, Björn, an dich nochmal schöne Grüße. Und wir hören wieder voneinander im nächsten Video. Bis dahin, euer Tom. Ciao. Ach so, nicht vergessen, ne? Däumchen mehr ein Träumchen, Freunde.